Das passiert, wenn Sie 30 Tage lang Amla essen. Amla ist eine große Hilfe für die Gesundheit. Diese Frucht wird schon seit Jahrtausenden in Indien verwendet, um Krankheiten zu behandeln und Erkrankungen vorzubeugen. Fast niemand ist sich in Europa der Bedeutung von Amla bewusst. Diese Frucht ist mit zahlreichen medizinischen Vorteilen versehen. Erstens, Amla verbessert das Sehvermögen. Studien haben gezeigt, dass Carotin aus Amla das Sehvermögen dramatisch verbessert. Der tägliche Konsum wurde auch mit einer Verbesserung der allgemeinen Gesundheit des Auges in Verbindung gebracht. Amla kann Katarakte reduzieren, den Augeninnendruck senken und auch Rötungen, Juckreiz und tränende Augen verhindern. Zweitens, Amla behebt Verstopfung. Amla ist unbestreitbar ein gutes natürliches Heilmittel gegen Verstopfung. Die reichlich vorhandenen Ballaststoffe und Fruchtsäuren tragen zu dieser Eigenschaft bei. Wenn Sie jedoch Amla in großen Mengen konsumieren, kann sich Ihr Stuhl verhärten. Um Verstopfung zu vermeiden, nehmen Sie daher die Frucht in Form von Saft oder trockenes Amla-Pulver mit ausreichend Wasser ein. Drittens, Amla verbessert die Immunität. Antioxidantien in Amla stimulieren das Immunsystem und Vitamin C hilft Infektionen zu bekämpfen. Die Amla-Frucht ist eine der vitamin-C-reichsten Früchte der Welt. 100 Gramm Amla enthalten ungefähr 3000 Milligramm Vitamin C. Viertens, Amla hilft gegen Herzkrankheiten. Ein hoher Cholesterinspiegel ist die Hauptursache für Herzerkrankungen. Durch die Verringerung der Ansammlung von schlechten Cholesterin reduziert Amla das Risiko für Herzerkrankungen. Amla reduziert auch die Verstopfung der Arterien und erhöht das gute Cholesterin. Studien haben auch die Vorteile dieser Frucht bei der Vorbeugung und Behandlung von Arterienverkalkung gezeigt. Amla hilft, Übergewicht abzunehmen. Amla ist gut, um Gewicht abzuspecken, Fett zu verbrennen und für diejenigen, die übergewichtig sind. Amla hat die höchste Menge an Aminosäuren, die hilft, unnötige Fette aus dem Körper zu eliminieren. Amla ist von Natur aus harntreibend. Das bedeutet, dass Amla die Häufigkeit und die Menge des Urins erhöht und Giftstoffe und Abfallprodukte aus dem Körper freisetzt. Amla hilft, Diabetes zu behandeln. Amla-Saft kann zweimal täglich mit Kurkuma gemischt konsumiert werden, um Diabetes vorzubeugen. Amla ist eine Frucht mit wenig Zucker und reichlich Ballaststoffen, die es zu einem perfekten Produkt für Patienten mit Diabetes macht. Amla hilft auch bei der Ausschüttung von Insulin und reduziert hohen Blutzucker bei Diabetikern. Amla verbessert den Zustand der Haut. Oft können Hautunebenheiten oder Akne darauf hinweisen, dass die Leber von Giftstoffen befallen ist. Amla hilft, die Leber zu entgiften und die Verdauung zu unterstützen. Der Verzehr der Amla-Früchte oder des Pulvers hilft, die Gesundheit und das Aussehen der Haut zu verbessern.